Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Ich bin Blue1980 und es geht sofort los. Ich habe euch heute Pistolen mitgebracht von der Firma Retay, türkischer Hersteller, importiert von Umarex, wie man unschwer erkennt. Und zwar in drei Ausführungen. Und zwar in allen drei mir bekannten, zumindest. Ich habe das Ganze über den PB Store bestellt. Warum? War für mich jetzt einfach für die Masse, die ich jetzt oder für die Menge, die ich jetzt bestellt habe, will ich nicht von Masse sprechen. Das lief mir besser rein, weil die haben im Webshop 10% Rabatt. So, das mal grundsätzlich dazu. Dabei war jetzt hier noch von Umarex ein Portfolio für Silvester. Fand ich ganz interessant. Das könnt ihr euch mal gerne noch ansehen. Wenn ihr jetzt noch was braucht für Silvester, denn so wie es aussieht, ist wohl kein Verbot in Sicht. Also kein Böllerverbot, wobei da sowas ohnehin ausgenommen war. Sofern man einige Regeln einhält, ne, auf befriedetem Besitztum und so weiter und oder mit Genehmigung dessen. Ja, kann man da mit ballern. Also wie gesagt, ich würde jetzt noch bestellen, weil gegen Ende des Jahres wird es ohnehin ein bisschen von der Zeit her knapp und schnell, schnell und nachher ist nichts mehr da, alles ausverkauft. Ich würde jetzt bestellen oder kaufen. So. Jetzt geht's aber los mit der Big 50. Und zwar habe ich die einmal in Normal, dann einmal in LW und einmal in XL. Also die drei Modelle gibt es. Die Normale habe ich mir jetzt in Chrom bestellt. Vielleicht gehe ich mal ganz kurz die Bedienungsanleitung bloß einmal durchblättern, damit ihr das gesehen habt. Ob ihr das nun gut findet, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich gehe dann sowieso nochmal eher auf die Besonderheiten ein, wenn ich die Reviews zu allen drei noch einzeln mache. Die Pistole kommt in so einem Plastikbeutel, in einem Fettbeutel, wenn man so möchte, wobei Fettbeutel nicht ganz zutrifft, weil die Waffen sind nicht geölt und nicht großartig geschmiert. Das ist jetzt also die Big 50 normale Version. Normale Version bedeutet Metall hier oben, Metall hier unten, also Griffstück und Oberteil, alles aus Metall. Dann gibt es die Big 50 LW. LW bedeutet Lightweight. Das ist eine Anspielung auf das Kunststoffgriffstück. Hier unten, ich glaube, das sieht man hier ganz gut. Ja, da gibt es also einen Unterschied vom Gewicht. LW, Lightweight, leichte Version. Und dann gibt es noch die sogenannte XL. Die XL ist dann einfach wie die ganz normale im Prinzip, nur mit einer etwas längeren Laufhülse und längerem Lauf. So, das kann ich schon mal so weit zeigen. Hier sieht man auch die Unterschiede. Vielleicht, ich halte die gerade mal ein bisschen zusammen. Vielleicht von unten sieht man das so ein bisschen. Hier kann man das sehen, dass einfach nur die Laufhülse und der Lauf länger sind. Denn der Lauf, der geht tatsächlich bei der XL bis nach vorne durch. Die haben auch alle unterschiedliche PTB-Nummern. Die normale Version hat die 1774. Ich hoffe, das kann man hier sehen. Dann die LW hat die 1075. Voilà. Und die XL hat die 1076. Gut. Also haben wir die auch schön chronologisch und nach Zahlen sortiert. Das sind jetzt erstmal die drei Modelle. Dazu gibt es jetzt noch Reviews dazu.
im Einzelnen, da gehe ich nochmal einzeln auf die Waffen auch ein. Was ich jetzt nicht gefunden habe, das ist vielleicht nicht ganz uninteressant. Es gibt hier auch noch einen Becher für die PTB Nummer 1077. Hier vorne habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, muss ich mal auf die PTB-Liste gucken, um welche Waffe es sich da handelt. Aber ich muss sagen, mein erster Eindruck ist tatsächlich nicht schlecht. Der allererste Eindruck dachte ich mir so, oh, naja, gut, die sind so von der Größe her so ein bisschen kleiner. Das heißt also so, ich sage jetzt mal, die sind so um 10 bis 20, maximal 30% geschrumpft. Das heißt also, haben nicht die Originalgröße einer Desert Eagle, denn ein Desert Eagle Nachbau optisch ist es auf jeden Fall. Und ich dachte mir auch schon, so ein bisschen Vorbehalte, Retay. Türkischer Hersteller muss nicht schlecht sein. Man sieht es an Attack Arms bzw. an den Zuraki-Modellen. Die sind oberaffengeil von der Qualität, von der Standfestigkeit und allem drum und dran. Super. Aber hier muss ich sagen, bis jetzt optisch nicht benutzt, keine Frage. Trotzdem durchaus erstmal sehr gut und positiv überrascht. Ja, gut, alles weitere dann in den einzelnen Reviews zu der Big 50, Big 50 LW und XL dann noch. Ja, wenn ihr Bock habt, die Videos zu sehen, lasst mir gerne ein Abo da, würde ich mich super drüber freuen, dass der Kanal noch ein bisschen wachsen kann. Und auch über ein Like und vielleicht auch einen Kommentar, wie ihr zu den Dingern steht und was ihr von denen dann haltet. Würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.